Ja, sehr schön, dass ich hier sein darf, dass ich dir über dieses Thema sprechen darf. Und Streaming ist das Wort, das Schlagwort, was hier vielleicht wie ein roter Faden durchgeht. Streaming hat viele Aspekte. Ich würde hier den Aspekt Livestreaming und dann Livestreaming für Sportgroßereignisse. Und wenn man sich insgesamt die Streaming-Zahlen anschaut, ich stopfe nochmal, ich wollte mich nämlich mal kurz vorstellen. Und ich sehe gerade auf dieser Folie, da ist nicht Fußball, da ist Handball und mein Name steht da gar nicht drauf. Ich habe die Folien gestern noch irgendwie zusammengebaut. Das würde jetzt eigentlich hier stehen, der Titel, aber den kennt ihr ja aus dem Programm. Da würde dann stehen Andreas Wehr, WDR. Und WDR, aber ich arbeite super viel eigentlich für die ARD, für die ARD-Mediathek. Die Sportschau ist auch eine der Türen, die Benjamin eben erwähnt hat, in unsere digitale Welt. Und ja, und für Sportschau ist natürlich, sind Live-Videos mit guter Qualität und noch einem anderen Merkmal. Vielleicht frage ich euch das mal, wenn ihr Sportvideos seht, was ist da für euch wichtig? Okay, ja. Ich hilfst du mir oder ich löse dann auf? Nein, ich löse auf. Was wichtig ist, dass die schnell sind, weil wir sprechen hier über live. Live heißt in bester, also die sind in Echtzeit da. Die sollen nicht irgendwie eine Minute später da sein, die sollen nicht 30 Sekunden später da sein, die sollen am besten sofort da sein. Und das ist übrigens was, was im Analogen überhaupt kein Thema war. Analog war, kommt sofort mehr oder weniger an. Im Digitalen, und jetzt springe ich mal in die Technik, muss man da einigen Aufwand für machen. Weil was digital eigentlich gar nicht so gut kann, ist Echtzeit. Also live heißt hier im Sportbereich, dass die Videos schnell da sind. Und wir wissen auch, dass das ein echter Wettbewerbsfaktor ist. Wenn man sich die sozialen Medien anschaut und die Resonanz anguckt, das machen wir natürlich auch, da gibt es dann glücklicherweise in der letzten Zeit Lob für uns, dass unsere Videos so schnell sind. Gut, also das ist was, was man im Live-Bereich machen muss. Und gute Videoqualität, ne? Also dieses Bild, das hängt das vom Display ab. Wenn sich das dann bewegt, dann soll das auch nicht ruckeln. So ein Ball bewegt sich schnell. Das ist ein relativ kleines Bildobjekt. Wenn man da nicht auf die Videoqualität und auf die Technologien achtet, wie man diese Videokodierung macht, dann pixelt er auf und dann erkennst du eigentlich gar nichts mehr. Also das sind eigentlich schon mal zwei wichtige technische Faktoren. Und der dritte ist, wir haben dann wirklich Millionen von Leuten, die diesen Stream abrufen und davon darf keiner abgewiesen werden. Also das ist unser Anspruch. Wenn du darauf klickst und willst ein Video schauen, dann läuft der auch. Und dann läuft der so, wie ich es gerade gesagt habe. Der startet schnell, der hat keine Verzögerung, der ruckelt nicht und keiner wird abgewiesen und wenn das Millionen Leute machen, muss es trotzdem funktionieren. So, aber ich war eigentlich bei meinem Namen stehen geblieben, also Andreas Wehr. Ich leite beim WDR die Abteilung Programmverbreitung und wir kümmern uns darum, dass die Angebote zu den Leuten kommen und wir machen eben auch ganz viel jetzt für die ARD Mediathek. Und was ich noch sagen muss, wir organisieren uns derzeit insgesamt so in der ARD, dass wir nicht mehr in erster Linie gucken, in welcher Rundfunkanstalt sind wir, sondern was sind unsere Kompetenzen und uns nach Kompetenzen sortieren und dann in dem Feld zusammenarbeiten. Und dann ist es gar nicht so entscheidend, ob man WDR oder SWR ist. Und deswegen haben wir auch mit dem SWR, und deswegen darf ich heute hier in Mainz sein, ein Kompetenzzentrum für Audio-Video-Streaming, das ich leite, gemacht. Und da kümmern wir uns eben darum, wie müssen wir die Technik bauen, dass wir all diese Anforderungen, die ich gerade schon gesagt habe, nämlich kurze Latenz, die Videos sind schnell bei euch, die Videoqualität ist super und das Ganze funktioniert auch noch, wenn es Millionen Leute gleichzeitig machen. Das sind die Aspekte vom Streaming, diese, über die ich heute hier sprechen möchte. Livestreaming für Sport, Großereignisse. Und ich mache das mal auch ein bisschen an Zahlen, da habe ich jetzt das Material von dem letzten großen, wirklich richtig großen Sportereignis, das wir gemacht haben, WM 2022. Und ich habe da jetzt mal rausgepickt den Sportschau-Livestream und den Livestream das erste.
Ich sage das deswegen so, weil neben diesen beiden Livestreams haben wir noch ganz viele web-exklusive Streams, also Multi-Streaming, Multi-View, du kannst die Kamera aussuchen, also so ein Ereignis wird dann nicht nur so wie im linearen Fernsehen aus einer Kamera übertragen, sondern mehrfach. Aber diese beiden Streams, diese Livestreams, das sind die, die in der Regel am meisten geklickt werden, weil da kommen alle zusammen, das Lagerfeuer. Und welche Zahlen haben wir da? Wir haben bei diesem Ereignis in der Spitze 3,5 Millionen gleichzeitige Streams gehabt. Das sind Zahlen, die wären vor 5 Jahren, gab es noch Leute, die gesagt haben, ja, das wird das Internet nicht schaffen, das geht einfach nicht. Es geht und es wird auch noch mehr gehen. Und zum Vergleich steht so als Benchmark jetzt WM 2018 und da sieht man mal, wie sich das entwickelt hat in diesen 4 Jahren. Da waren es noch 1,3 Millionen und das war damals auch eine große Zahl. Jetzt könnte man extrapolieren, das ist leicht, aber das Ganze hängt natürlich auch davon ab, wie wird die deutsche Mannschaft spielen. Das ist ganz klar, ne? Weil wir verbreiten ja nur in Deutschland und da ist das Interesse natürlich groß, wenn die Deutschen spielen. So, eine andere Zahl ist technisch jetzt, aber ihr wisst bestimmt alle vom DSL-Anschluss zu Hause, also da hat man so Sachen wie 100 Megabit pro Sekunde. Wir hatten jetzt serverseitig, was bei uns rausgegangen ist, in der Spitze bei diesem Großereignis, 13,04 Terabit pro Sekunde. Und auch da der Vergleich mit der WM 2018, da waren es noch 4,37 Terabit pro Sekunde. Noch eine andere Zahl ist das Datenvolumen, was rübergegangen ist, sind jetzt 71.000 Terabyte gewesen. Waren damals 56.000, muss man noch sagen, das waren diesmal 24 Spiele, damals waren es 32. Okay, aber es geht nach oben auch da. Ja, was ist da noch wichtig? Die Latenz, die ich eben angesprochen hatte, die haben wir jetzt im Vergleich zum Satellitensignal, das ist so unsere Nullmarke, da waren wir jetzt nur 2 Sekunden langsamer als das Satellitensignal. Und da sind wir stolz drauf, weil 2016... Ich weiß gar nicht, warum der Vergleich mit 2016 ist, egal, steht da 20 bis 40 Sekunden. Und Wettbewerber von uns sind auch noch nicht bei den 2 Sekunden. Das kann natürlich sein, wenn ich so viel Werbung dafür mache, dass die dann auch sagen, ah ja, okay, das ist wichtig, dann machen wir das auch. Okay. So, und dann auch noch eine Zahl, die auch, finde ich, ganz interessant ist, nämlich wir haben mal gemessen, wie ist das Verhältnis zwischen den Leuten, die das Fußballspiel, wir reden jetzt über dasselbe Signal, ganz klassisch über Satellit, lineares Fernsehen schauen, im Vergleich zu denen, die es dann eben per Stream schauen. Und das sind jetzt 16% gewesen, ist immer noch deutlich weniger, aber es ist eine Verdopplung gegenüber 2018. Und da ist auch unsere Erwartung, ich glaube, da werde ich viele Übereinstimmungen haben, das wird auch noch weiter nach oben gehen. Ja, jetzt hier ein Schaltbild, ich will euch gar nicht abschrecken, aber ich will das mal nehmen, um mal plakativ zu machen, was sind sozusagen jetzt technisch die Bausteine unter der Motorhaube, die es braucht eben, um diese technische Leistung, so viele Streams in guter Qualität da zu euch zu bringen. Ja, es gibt sowas wie CDNs, das CDN steht für Content Delivery Networks, das sind eigentlich große Netzwerke von Servern, die möglichst nah an den Telekom-Standorten stehen, die den Content entgegennehmen, vervielfachen und dann wieder weitergeben. Was wir damit zu tun haben, ist, wir müssen sehen, dass wir da ein gutes Netzwerk einkaufen. Also diese Abrufe landen nicht direkt auf unseren Servern, bei uns in den Technikräumen, sondern eben in diesem CDN. Hier dieses Bild soll zeigen, wir arbeiten heute noch hauptsächlich mit einem CDN und was wir brauchen, um diese Anforderungen, die ich eben beschrieben habe, abzubilden, eine hochskalierbare, modulare Infrastruktur. Das heißt, dass wir flexibel anpassen können, wenn diese Anforderungen und die Abrufe immer höher werden. Ja, und dann haben wir jetzt heute hauptsächlich ein solches Content Delivery Network im Vertrag und um besser skalieren zu können, werden wir zukünftig noch weitere dazu nehmen. Das kann man sich vorstellen wie eine Autobahn, die ist irgendwie 4-spurig, 3-spurig aufgebaut und wenn man dann irgendwie abends darüber fährt, dann sagt man sich, okay, prima, viel Platz. Aber im Berufsverkehr, da können es auch gut 20, 30, 40 Spuren sein. Und so ähnlich ist das in dem Bereich, wenn wir diese Großereignisse abwickeln,
müssen, wollen, dann muss man eben entsprechend breitbandig aufbauen, aber das immer nur für die Spitze. Und das ist das, was es in dem Bereich schwierig macht, und wir können besser skalieren, wenn wir da mehrere zusammenschalten. Und hier dieses Peering-Management, das steht dafür, dass wir auch einen Bereich haben, die ganz genau beobachten, wie sind die Abrufzahlen, wie entwickeln die sich. Wir haben eine ziemlich genaue Vorstellung, wie sind unsere Tagesabläufe, sodass wir da ein Muster erkennen können und auch planen können und die Bandbreiten entsprechend einkaufen können. Das ist dieses Peering-Management. Ich möchte jetzt nicht auf jeden einzelnen Baustein eingehen, aber vielleicht sage ich noch so viel dazu. Das ist eine Architekturzeichnung, wie wir sie jetzt vor einem halben Jahr in der ARD vorgestellt haben. Und was dahinter steckt, ist, dass wir in der ARD jetzt auch eine Arbeitsweise haben, die ich eingangs auch schon beschrieben habe, dass wir uns stärker zusammenarbeiten an bestimmten Kompetenzfeldern. Und hier, das ist dieses Kompetenzfeld Audio-Video-Streaming, wo wir uns jetzt mit allen Kollegen darauf verständigt haben, nach dieser Blaupause diese Infrastruktur gemeinsam aufzubauen und vor allen Dingen auch mit zentralen Komponenten. Das heißt, es wird sich nicht jede Rundfunkanstalt um so ein CDN kümmern, es wird sich nicht jede Anstalt darum kümmern, sondern das zentralisieren wir und machen das dann für die Gemeinschaft. Ja, es ist vielleicht auch ein Gedanke, der euch auch aufgefallen ist, eben als wir den Vortrag hatten von Eckhardt und Benjamin, wo ja auch öfters mal von Zusammenarbeit da jetzt zwischen ARD und ZDF die Rede war. Hier ist es eben die Art der Zusammenarbeit zwischen den Rundfunkanstalten in der ARD. Und da muss ich sagen, das ist eine richtige Aufbruchsstimmung bei uns, das auf diese Weise so zusammenzuarbeiten. Und das bringt uns wahnsinnig voran. Vor allem, weil wir ja jetzt auch gemeinsam an einer Mediathek arbeiten. Und das ermöglicht es eben, da jetzt die entsprechende Infrastruktur aufzubauen, wo es eben diese zentralen Komponenten gibt. Es gibt weiterhin dezentrale, aber die dann hochstandardisiert sind. Und wir arbeiten alle gemeinsam an diesem Plan und werden den jetzt aufbauen. Und zwar der nächste meint uns, wir werden ihn jetzt sukzessive, so wie er da auf dem Papier ist, realisieren. Und der erste große Meilenstein, der steht jetzt nicht allzu großer Ferne, das ist nämlich die Europameisterschaft 2024. Und dafür brauchen wir genau diese Infrastruktur, zumindest die Teile aus dieser Infrastruktur, die für das Livestreaming dieser EM erforderlich sind. Das sind hier vorne die Encoder, also die aus dem Kamerasignal die Redundanzen, die überflüssigen Bits, sage ich mal, rausrechnen, sodass wir überhaupt über eine geringe, schmale Bandbreite wie das Internet oder eine mobile Anbindung überhaupt gute Videoqualität transportieren können. Das passiert hier. Das ist sozusagen der zentrale Übergabepunkt, der zentrale Server, der dann den Stream zur Verfügung stellt. Und dann hat man hier nochmal so eine Art Cache, könnte man sagen, der auch nochmal dafür sorgt, dass nicht Streams doppelt und unnötig doppelt übertragen werden, und dann geht das eben auf die CDNs, und hier am Ende ist dann der Player, der heute auch schon mal Erwähnung fand, wo ich gleich auch nochmal einen Screenshot zu zeigen werde, der dann sozusagen das Ende dieser Signalkette ist. Und diese Komponenten, die jetzt hier eingefärbt sind, das sind die, die wir jetzt aus diesem Gesamtbild rausgepickt haben und die wir jetzt zur Europameisterschaft 2024 realisieren werden. Da wird jetzt gerade gemeinschaftlich dran gearbeitet. Hierzu wird ausgeschrieben und das Ganze soll dann im Mai fertig und betriebsbereit sein. Und dann werden wir sicher noch bessere Voraussetzungen haben, um schnelle Streams liefern zu können. Ich muss dahin zeigen. Genau, das zeigt auch nochmal, wie wir das dann untereinander aufgeteilt haben. Hier ist dieses Kompetenzzentrum Audio-Video, was WDR und SWR zusammen machen, die das Ganze koordinieren, die Projektorganisation bereitstellen. Und dann haben wir hier die verschiedenen Komponenten, wo dann hier insbesondere der Bayerische Rundfunk stark daran beteiligt ist beim Aufbau dieses zentralen Live Origin. Der soll dann in Frankfurt beim Sternpunkt stehen. Und hier haben wir den Origin Shield, diesen Cache, das macht der Norddeutsche Rundfunk. Dann haben wir den ARD Sternpunkt, der in Frankfurt ist. Und hier hinten die Cloud-Dienste, die auch da eine Rolle spielen. Für die Vervielfältigung im Netz macht der WDR.
Ja, den Player habe ich eben schon mal erwähnt, hier so ein paar Screenshots. Der Gedanke von dem Player, der natürlich nicht nur für die Sportgroßereignisse eine Rolle spielt, sondern für jeden Stream, den ihr aus der ARD zieht. Der Gedanke ist, dass es Software, die es